So, dann herzlich willkommen zur ersten Spätausgabe nach meinem Urlaub. Zunächst der Risikohinweis und dann schauen wir auch gleich zu den ganzen Chartbildern, die ich heute Vormittag gebastelt habe. Zunächst sind viele Pfeile, sage ich mal, eher eben grau, ein bisschen erstmal das Marktfeeling wieder zu bekommen. Doch der Markt scheint die Marken, die hier auserkoren worden sind, eben zu beachten. Aber schauen wir das jetzt im Einzelnen an. Zuerst kurzes Wort zu Silber, da gibt es jetzt hier nichts Neues. Ging knapp unter 19 US-Dollar. Heute Mittag habe ich hier das ein bisschen angepasst. Nur zur Info, der Pfeil lief eben seit hier, seit Silber hier dieses Level gebrochen hat, aber nicht natürlich exakt so, wie es jetzt eingezeichnet war, obwohl manche Sachen passieren so weit. Es war, glaube ich, etwas so eingezeichnet. Diese Bewegung hier hätte es weiter nach oben gehen sollen. Was jetzt hier möglich ist, dass sich das jetzt hier auffächert und es wirklich zu einer explosionsartigen Bewegung führen kann, wenn jetzt hier das Level rausgenommen wird. Oder was eben auch sein kann, eben noch für antizyklische, alles was jetzt hier über 18,60 oder rund 18,60 passiert, kann man antizyklisch auch noch long einsteigen, darunter erstmal abwarten. Ich habe jetzt hier keine Pfeile nach unten eingezeichnet, da ich trotzdem, egal ob es auch das Level bricht, eher noch bullisch dann eingestellt bin, aber hier das Setup passt so besser, wenn das Level hält. Das ist die Devise. Bei Gold gibt es nichts Neues. Die Marke, was ich noch erwähnt habe, kann man auch rund 8 oder 7 Dollar weiter runter hinsetzen. Achso, das war ja gar nicht so tief. Deswegen, da wären es ja wirklich über 10, über fast 20 US-Dollar hier das Level auf die 1, 3, 5, 3 legen oder 4. Zu WTI. Ich habe das hier im 4-Stunden-Chart, aber auch gleichzeitig eben auf Stundenbasis dieses Level hier definiert bei 45,60, also ein Stunden-Close drüber. Ist ein Kaufsignal, es ist erst also hier entstanden. Hier sah man, wie es volatil hoch und runter ging. Ein-, zweimal wurde das Level, aber das war eben auf 4 Stunden, das war auch H1-Level, aber ich habe das gleich hochgesetzt. Hier sollte jetzt der Ölpreis, ja, die Möglichkeit besteht, dass er jetzt hier an diese Abwärtstrend Linie kommt. Bei Brent sah das ähnlich aus. Schauen wir auch hier im 1-Stunden-Chart. Hier ist das Level auf Stundenbasis exakt nicht erreicht worden auch. Das leicht darüber würde also auch erst bei hier bei 47,70 aktiviert. Hier gab es noch einen schönen Pullback. Ein neues Hoch sollte jetzt hier definitiv folgen. Anschließend kann ich diese Aufwärtsbewegung nochmal korrigieren, also nochmal zu 47,15 runterfallen, um dann eine weitere Aufwärtsbewegung einzuleiten. Alternativ steigt es oder könnte es direkt nach oben steigen an diese Linie und im Extremfall sogar, ja, vielleicht sogar bis 50 US-Dollar wieder. Das passt hier. Pfund gegen US-Dollar bin ich eben leicht bullisch, kann sich hier nach oben auflösen oder auffächern leicht, hier beim US-Dollar-Yen genauso. Kommen wir zum DAX, den konnte ich eben erst ab 12 Uhr präsentieren, deswegen ist jetzt hier das nur nochmal eben für mich, war hier das Level 10.510. Sehr wichtig auf Xetra, auf der
CFD-Indikation liegt das Level leicht tiefer, aber im Prinzip ist genau hier das Gleiche. Da gab es keinen Stunden-Schlusskurs darüber, natürlich auch kein 4-Stunden-Schlusskurs. Dann sah das so aus, sollte es korrigieren bis etwa ja, 10.440, ging eben leicht tiefer und von hier aus dann eine Erholungswelle einleiten, die nachbörslich etwas weiter ging als hier eingezeichnet. Da schauen wir eben auch deshalb die Indikation an, auf Stundenbasis. Und da liegen wir hier wieder leicht bei 10.467. Also hier war auch, wenn man jetzt hier die Pfeilspitze sieht, eigentlich exakt das Level dann erreicht worden und weiter. Wie gesagt, der Pfeil stand für mich eben um 10.30 Uhr fest. Um 10.30 Uhr stand eben hier der DAX genau an dem Level. Ich habe mich nur jetzt, da war ja auch jemand anders live gerade on. Und ich habe erst ab 12 Uhr dann angekündigt, deswegen ist es, konnte ich es leider nicht so präsentieren. Was man jetzt hier eben sagen kann, ist nur, dass diese Bewegung durch ist. Die nächste wäre jetzt für mich handelbar ein Stunden-Schlusskurs oder natürlich besser ein 4-Stunden-Schlusskurs über eben diesem Level von 10.513 oder eben 10, wie jetzt hier auf Xetra-Basis. Also einfach dieses Level sollte überschritten werden, dann kann, ja, also beim nächsten Anlauf kann auch, ja, wenn jetzt hier größerer Widerstand ist, bringt es eigentlich fast nichts, auf den Schlusskurs zu warten. Also muss man in den unteren Ebenen eher früher einsteigen. Da werde ich mir vielleicht morgen früh nochmal was zurechtschustern. Also hier passt es in etwa auch so wie eingezeichnet oder einmal sogar perfekt. Beim Euro-US-Dollar das war hier der Wochenchart, das ist ja nicht das neue Setup, das ist ja hier, ging es hier nochmal runter auf 4 Stunden Basis, wurde der EMA 200, den ich da erwähnt habe, wird jetzt auch höchstwahrscheinlich jetzt hier wieder verteidigt. Also hier ist alles, was oberhalb dieser Marke ist, für mich noch long handelbar. Das war's dann erstmal. Ein kurzer Blick noch auf ein älteres Setup von SDAX. Da wurde hier die Marke von 9161 genannt. Wie man hier sieht, zweimal abgeprallt. Und beim MDAX war ja auch dann dieses Level, aber das ist auch, dürfte auch fast jeder eben hier gehabt haben, etwa von knapp unter 21.000 Punkten wurde getestet hier zweimal und ja, die Linie hier wieder exakt erreicht. Hier gab es erst einen Schlusskurs unter dieser Linie am 9. September. Also hier ist auch noch erst nichts Neues, kann und darf jetzt ein neues Hoch hier ausbilden. Zu SAP komme ich dann morgen früh. Danke fürs Zuhören und bis morgen.